Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3 und dem Honor Mode. So. Ich probiere es gerade erst. Nimm mit. Das nehmen wir auch mit. Pilze. Was ist mit der? Mit der Trompete hier. Was hast du? Da. Okay. So, jetzt habe ich nur den doofen Vampir nicht dabei, ne? Irgendwann ist er immer. Bet I can crack that open. Oh, klappt. Nehmen wir die Sachen mal mit. Das ist nur ein Problem, ne? Du erkennst rein gar nichts. Die Sonne war gerade hinter dem Horizont versunken, als ich seinen Ruf das erste Mal vernahm. 1000 Rohrflöten gleichzeitig, die ein einziges wunderschönes, schreckliches Lied pfiffen. Ja. Wunderbar, die Rohrflöten. So, dann... Pack die mal da rein. So, was haben wir denn noch hier? Grenzphilosophie. Die antimagischen Eigenschaften von Sassoblüten.
Die magischen Eigenschaften von Sassoblütenbäumen werden schon lange debattiert. Interessant ist dabei nicht nur die Fähigkeit, antimagische Auren zu erzeugen, die sogar gespürt werden können, wenn keine Einstimmung auf das Gewebe vorliegt, sondern auch und vor allem die Möglichkeit, aus Wurzeln, Rinde und Blüten magische Gegenstände herzustellen. Wer in der Oberwelt lebt, sollte nun hellhörig werden. In Siedlungen bei Zugängen zum Unterreich gibt es bisweilen Gerüchte über solche Objekte. Tatsächlich bestätigt werden konnte deren Existenz von unseren Klerikern oder anderen angesehenen Gelehrten bisher jedoch nicht. Ich habe immer gemutmaßt, dass diese Objekte mehr als nur Legenden sind. Und wirklich, in dieser Abhandlung werde ich erläutern, wie ich selbst Gegenstände mit antimagischen Eigenschaften sowie solche erzeugt habe, die die Magieabsorption von Sassoblüten als Energiequellen nutzen. Gut. Okay, Loch. Mehr ist hier nicht. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Gedanken wahrnehmen. Ach, verdammt. Man muss wenigstens... Ah, habe ich schon zweimal. Okay. Gut, dann nächstes Stockwerk. Wizard's Tower is his sanctum. Private place for research and respite. But as this wizard's not home, I say we take a peek. Aha, was hast du zu erzählen? A word of advice. Wizard's Towers can be volatile places. They keep their secrets buried and their dangers close to the surface. Mhm. Das war eine sehr spezifische Warnung. Beruht sie auf persönlicher Erfahrung? Ah, quite. A misadventure from my days as an apprentice at Blackstaff Academy. I was but a child, only a few months into my studies, but already I knew I was destined for greatness. No one believed me, of course. So I decided to prove it, to cast a spell with the Blackstaff itself. From one perspective, I succeeded. I opened a portal. However, instead of pointing it at the first year dormitory, I found myself pulled into limbo, facing a very irritated death slat. Fortunately, the Blackstaff himself came to the rescue, hauling me back from the brink and straight into several months of writing lines, or rather, finessing my autograph. Now, much as I enjoy reminiscing about such tomfoolery, I believe we've more pressing matters at hand. Is there anything else? Nix. War klar. Eine fiese Möhre.
Das sind die Pilze, die wir suchen. Und was haben wir hier? Nichts haben wir hier. Wasser. Auch cool, ne? Der Quasit, der bleibt dauerhaft unsichtbar. Dieses abgegriffene Buch sieht aus, als hätte es ein Theaterstück enthalten. Im Laufe der Zeit durch Ungeziefer und einen unglücklichen Tittenfleck ist das meiste jedoch unleserlich geworden. Nur noch zwei Sätze sind zu entziffern. Wie kann ich vertrauen? Wie kann ich mich zeigen? Mein dunkles Ich, meinem Herzen entrissen. Seems like the owner was quite the literary type. Oh, bist du wieder überladen? So. Ja, meistens sind verfaulte Sachen drin, ne, aber... Achso, ich bin schon einmal rum. Okay. Dann... Der nächste Stockwerk. Aha. Was ist das? Mistras Gnade, Federfall. Ist das gut? Ist besser als Verse zusammenklicken jedenfalls. Charmed, I'm sure. Was hast du? Blitzladung und athletisch plus eins. Well, well, well. Komm her, Karlach, das fickt doch wohl auch nicht hier deine... Weil da bist du noch agiler, ne? Und Rüstungsklasse bleibt gleich. Was ist denn Zorn? Du hast einen Bonus von plus 1 auf Schaden durch Nahkampfwaffen.
Und für jeden. Tja. Tja. Da ist guter Rat wieder teuer, ne? Ich mag das ja, wenn die agiler ist. Geht da eigentlich die Rüstungsklasse flöten? Ne, geht nicht flöten. Gut, dann kriegst du die. Und Karlach behält ihre. Action, not reaction. Seek and you shall find me. Ja, du kannst leider keine. Ne, kannst du nicht. Und looking ahead. Wir selber auch nicht, ne? Weil Blitzladungen wären ja cool, aber ne, haben wir nicht. Gut. So, was haben wir hier? Zu Beginn dieses Buchs steht mit Stolz geschrieben, dass es sich um ein Stück von Dame Iana handelt. Gefolgt von einer ausführlichen Anleitung und 23 Seiten mit Anmerkungen zum Text. Obwohl das Buch relativ unberührt aussieht, ist eine Strophe doppelt umkreist. In jedem Wesen leuchtet ein Licht. Es kriecht nach oben. In hartem Bestreben vernichtet alles in seinem Angesicht. Wir töten den Rest, um ihm Leben zu geben. Da ist mir viel zu viel vom Töten die Rede. Feuerresistenz. Warum ist Gale plötzlich inspiriert? Manche Dinge sollte man einfach nicht hinterfragen, ne? Das Porträt. Was sehen? I spy with my little eye. Nothing of note, really. Oh. Arkane Kunde. Schön. Ich habe gerade noch Platz. Ja, der funktioniert. Dafür hätten wir aber den Hund ausbuddeln müssen. Wasser. Hier steht eine Menge Wasser rum. Warum? Weil der
der Bernard da so viel mit Strom arbeitet oder was? Nix. 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 I spy with my little eye. La 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 la. Es wird viel über das neblige Klima von Bavoria gesprochen. Es heißt, die Nebel dort würden den Verstand verwirren und die Seele quälen, was Reisende derart in die Verzweiflung stürze, dass nicht einmal der Gedanke an eine Flucht möglich sei. Ich muss gestehen, als die junge Braut diesen schweren Nebel durchschritt, spürte ich keinerlei solche Malaise. Lediglich den Anflug einer recht verstopften Nase. Von einer Besatzung aber ließ sich das leider nicht sagen. Unter denen, die sich noch nicht über Bord geworfen hatten, wurde das Stammeln und Weinen so schlimm, dass ich gezwungen war, sie alle an den Mast zu fesseln, um meine schöne junge Braut alleine zu steuern. Ist diese komische Abenteuergeschichte. Was haben wir hier? Nur wenige versuchen, das Gewebe zu verstehen, ein Jammer, denn nur wer wirklich mit dem Gewebe im Einklang steht, kann sich rechtmäßig Zauberwirker nennen. Das wirft die Frage auf, was ist das Gewebe? Es ist ein essentielles Element des Universums. Es durchzieht mit unsichtbaren Fäden alles. Es ermöglicht die Magie. Es ist auch, wofür ich aber hier nicht im Detail eingehen werde, die Göttin Mystra selbst. Siehe Magie des Gewebes, Mystra, bla bla bla. Okay. Liebste Lenore, ich weiß nicht, ob ich es schreiben soll, aber euer letzter Brief hat mir große Sorgen bereitet. Warum bei allen Höllen solltest du ein Landei zähmen? Nur weil ihr eine bei Myrnas Grab gefunden habt? Ist das noch lange kein Zeichen? Ich mache mir wirklich große Sorgen um euch, Lenore. Ein Landei ist kein harmloses Haustier. Ihn als Wachtier zu nutzen, ist die eine Sache. Aber ihr scheint von ihm sehr angetan zu sein. Ich weiß, dass ihr nicht zurückkommen wolltet, ehe ihr eure Forschung abgeschlossen habt. Aber wenn ihr euch allein fühlt, steht euch meine Tür stets offen. In Liebe, Amirat. PS, es freut mich wirklich sehr, dass ihr den Herbstkrokus an Myrmas Grab gepflanzt habt. Ich weiß noch, wie sie gern darin herumgerollt ist. Obwohl ich danach immer niesen musste. Sie war so ein lieber, treuer Hund. Ich wünschte, ich könnte noch mehr tun. Ja, nur aufgrund dessen hat, also in meinem Tactician Run, hat er da, sag mal schnell, so einen Herbstkrokus ans Grab gestellt. Und dann waren sie alle inspiriert. Eine epische Tragödie übermacht Bababa eine einsame Straße. Ein neuer Laut hallt in der Dunkelheit. Lauert dort Feind in abscheulicher Wut oder seid ihr Freund, ein Retter aus der Einsamkeit? Kommt aus Liebe zu mir, nicht aus Gier zum Blut. Wie soll ich das wissen? Wie soll ich das wissen? Zu viel Zeit ist vergangen. Was weiß ich über euch und ihr über mich? Wartet, habt ihr das Geräusch vernommen? Was ist das? Diese beiden Gestalten erscheinen mir vertraut, und doch sind sie fremd. Es ist Amphios. Lieber Amphios, was geschah mit eurem Gesicht? Es scheint blass wie der Tod. Und eure Augen funkeln schwarz wie Schar. Und ihr? Ich habe eure Zähne blitzen sehen, scharf wie Klingen.
und diese Straße rot von Blut. Was ist dir vorgefallen? Was ist mit uns geschehen? 10 Jahre früher. Mein Leben ist eine lange Folge der Freuden. Zu sehen, wie meine Stadt meine Ideen übernimmt und die rechtliche Diskriminierung der einheimischen Orks beendet. Zu sehen, wie mein Kampf gegen die grauenhaften Lebensbedingungen in städtischen Fabriken Fahrt aufnimmt. Miterleben zu dürfen, wie eine neue Generation aus diesen Ideen eine bessere, gütigere, gerechtere, intelligentere Welt aufnimmt und ihre neuen Winkel des Kontinents trägt. Es war jedoch kein Leben ohne Kampf und ich werde die Misserfolge ewig bereuen. Meine alte Freundin Syltö kommt mir da in den Sinn, die im Alter solch grausame Ideologien übernommen hat. Ich werde mich ewiglich damit trösten, dass ein solch genialer Verstand solche Theorien nur unter der Last der Verbannung und dem Versprechen auf Rehabilitierung entwickeln konnte. Und rehabilitiert wurde sie letztendlich ja. Aha. Reise in den Dschungel. The disc appears in your mind's eye. Lazelle sees it too and considers the vision. Tissue markings. Ancient. I recognize them, but I can't make sense. No. Wait. The texts are enciphered, but I've solved the pattern. It's a story. About Orpheus. Mm-hmm. Your head buzzes in concert with Lazelle's. But it hardly matters. Even without the connection, you'd recognize her discomfort. Tiersu, sagtet ihr? Was bedeutet das? Githyanki writing. Every word a wheel, every letter a spoke. The most powerful texts are engraved in slate. Some so ancient, only the most erudite Gish can read them. Wer ist Orpheus? A traitor. A dead one. This text is heresy. I can hardly bear to read it, let alone speak it. Das schafft ihr schon. Sagt mir, was da steht. Very well. I will read it to you. The Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Geich shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered, and one great empire was divided in two. Gith traveled to the Hells to broker help for her people, her cause. Vlakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlakith seized the Empire against the Mother's wishes. But Gith had nurtured a son. Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had begun. Disregard this drivel. Gith declared Vlakith queen of the Empire, and her own son defied her. Orpheus would have ceded control to the Geich. Und wenn sie weiß, es klingt, als hätte Vlakith Gith verraten und sich den Thron angeeignet. She did nothing of the sort. Thank your good fortunes, I'm a tolerant woman, or I'd have sliced off a few toes for suggesting it. Es kam zu mir eine Frau, welche ich Führerin R, für dahin R nennen werde, um sich über das ungewöhnliche Verhalten ihres Gemahls, welchen ich für dahin B nennen werde, zu beklagen. 3 Monate zuvor hatte er begonnen, nachts zu schwitzen und im Schlaf zu rufen. Er trage das Mal des Chaos. 2 Monate zuvor hatte er begonnen, sich selbst Zafok zu nennen.
Ein Monat hatte er ständig von dem Thron gesprochen, den zu besteigen seine Bestimmung sei. Ich suchte B. im Bauernhaus des Paares auf. Er saß ruhig am Tisch, ein unbekanntes Buch an die Brust gedrückt. Ich konnte weder einen Fluch noch einen bösen Geist an ihm entdecken. Auch keine Magie. Und doch, als ich das Licht der Kerzenflamme auf ihn schien, hob er das Buch hoch in die Luft und rief, die Toten, die sie bringen, werden euren Vater wecken und durch sie wird er sich erheben. Ich riss ihm das Buch aus der Hand und warf es ins Feuer, wo es nicht mit roter, sondern gelber Flamme verbrannte, sondern mit rein schwarzer. Zurück blieb nur ein einziger Fetzen, auf dem geschrieben stand, er sah seinen kommenden Tod voraus und verbreitete die Samen seiner Essenz im Land. B. schauerte und seufzte, als würde er von einem Albtraum erwachen. Er hatte keinerlei Erinnerung an das Buch oder die Worte, die er gesprochen hatte. Diagnose: undefinierte neurotische Verzauberung. Behandlung: Kräutertinktur aus Knoblauch und Thymian. Dreimal täglich eingenommen, bis die Erschöpfung nachlässt. Interessante ist, jetzt ergibt das Buch sogar so ein bisschen Sinn, ne? Weil den Zafok, den kennen wir ja mittlerweile, ne? Was haben wir denn hier? Die Stille zieht sich, ich bin ganz allein. Darf ich bitte eure Hände halten? Nur kurz. Auf ins Graue. Wo ist das? Warum hast du die Scheibe nicht mitgenommen? Strange disc. Are these Githyanki markings? Lazelle might know. Ach so. Sind wir einmal durch, ne? Alles hier gelesen? Das ist mich wichtig, alles hier zu lesen. Scheint alles korrekt zu sein. New sounds to dampen our oppression break. Is it the foam? That foul, contemptuous heel? You know these words. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. Oder seid ihr Freund? Ein Retter aus der Einsamkeit. Much of love for me. Not enough for blood and steel. Don't get me wrong. I love poetry as much as the next wizard, but using it to command an automaton seems a bit self-indulgent to me. Echt? Die Stille zieht sich, ich bin ganz allein. Darf ich bitte eure Hände halten? Nur kurz. Of course, my love. Don't be afraid, sweet girl. What can I do? Would you like a hug? Ja, bitte. Eigentlich eher nicht, ne? His arms are too tight and too low for a comfortable hug, as if he's meant to be embracing someone slightly shorter. Remember, you are loved, Lenore, so much. You're doing great. And everyone will be so proud of you. As I already am. Mm-hmm. From the CP. So, beim letzten Mal habe ich das so gemacht, ne? Da habe ich hier die Sasso-Dinger genommen.
hab die da platziert. Ja, dann war erstmal Feierabend mit Zauberei, ne? Überladen. Überladen, ey. Was ist das hier, Bernard? Okay, Befehle. Wer bist du? Okay. So, bei dem stand viel tot. Versuchen wir mal Nummer 1. Wie kann ich vertrauen? Wie kann ich mich zeigen? Mein dunkles Ich meinem Herzen entrissen. Da hab ich das Leuchtfeuer bekommen. Cool. So. Das habe ich auch beim letzten Mal rausgekriegt, ne? Wenn er Leuchtfeuer anmacht. Dann taucht hier noch ein Button auf. So. Und dann sind wir hier im geheimen Keller. Da gibt es noch hier ordentlich Bücher. Schiffhorn, kannst du bitte auch mal mitnehmen. Oh. Basiliskenöl. Jut. Was das denn? Stab des arkanen Segens. Wo ist er? Da ist er. Mystras Segen. Segen gewährt zusätzlich 1W4 zu Rettungswürfen und normalen Angriffswürfen, sowie zusätzlich 2W4 zu Zauberangriffswürfen. Aha. Ready and willing. Segen gewährt zusätzlich 1W4 zu Rettungswürfen. Er muss sie aber erstmal segnen, ne, die Leute. Und normalen Angriffswürfen sowie zusätzlich 2W4 zu Zauberangriffswürfen. Aber hat das nicht Segen sowieso schon? Ist egal, der ist lila. Wir bleiben bei lila.
Okay. Okay. Nö. Eine schön geschwungene Handschrift füllt die Seiten des Tagebuchs und schildert die täglichen Strapazen einer Klerikerin, Mystras, die die magischen Eigenschaften des Unterreichs studiert. Der letzte Eintrag liegt etwa 10 Jahre zurück. Wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass ich ein Tagebuch anfangen würde? Kein Forschungsprotokoll, sondern ein echtes Tagebuch. Ich denke, wenn dich jeder töten will, statt mit dir zu reden, ergibt es Sinn, mit einem Buch zu reden. Und wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass ich nach Baldur's Tor gerufen werde, um mich mit anderen Klerikern der Mystra auszutauschen, am Höhepunkt meiner Studien? Ich habe alle Teile, aber ich habe mit meiner Abhandlung noch nicht angefangen. Egal, ich nehme meinen Ring mit, um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf die Möglichkeiten zu geben. Dich lasse ich hier, mein liebes Tagebuch, mit dem Rest meiner Forschung, die nur darauf wartet, abgeschlossen zu werden. Ich sollte vor dem nächsten Chess wieder zurück sein. LDH. Was kann der? Funkenblocker. Der Träger kann nicht schockiert werden. Gewährt Resistenz gegen Blitzschaden. Cool. Lezelle. Mir kommen da Ideen. Lezelle. Mir kommen da Ideen. Ah, den brauchst du nicht mehr, ne? Aber den kannst du jetzt nehmen. No one back home will ever believe this. Das Vorwort zu diesem kurzen Bericht über Sariels Fall fängt den Ton des gesamten Textes ein. Seid gegrüßt, ihr Vernünftigen. Ich kann schon leichtes Grummeln und das erregte Klappern von Pfeifenstielen zwischen den Zähnen hören. Eine Lektion, die einem Herr Erzherzog von Avernus gewidmet ist. Hat Harrington den Verstand verloren? Nur die Ruhe. Ich versichere euch, das habe ich nicht. Es stimmt, komische Begebenheiten sind von Natur aus häufig unvernünftig. Doch die Geschichte Sariels ist lehrreich. Ihr Niedergang wird euch an all die hochmütigen, weltverbessernden Nachbarn und Bekannten erinnern, die vollkommen zu Recht euer Misstrauen wecken. Eben noch schlagen sie vor, in dem brachliegenden Beet doch lieber Rüben statt Kartoffeln anzupflanzen, und im nächsten Moment haben sie ihr Küchenmesser an den Gürtel geschnallt und wollen mit euch die verlassene Gruft hinter dem Hof der Gilds erkunden. Kurz gesagt war Sariel ein himmlisches Wesen, das die Aufgabe erhielt, das Auf und Ab des Blutkrieges zu überwachen. Dazu mehr in Band 11. Angelegenheiten von wenig Bedeutung für Vernünftige, aber die reine Beobachtung war Sariel nicht Rechenschaft genug, weshalb sie entschied, sich unmittelbar zu beteiligen. Wie der tumpe Thor, der sieht, wie sich zwei Burschen über einen umgeworfenen Humpen Bier zanken und ihnen anstatt belustigt zuzusehen die Köpfe aneinander schlägt und damit eine ausgewachsene Gasthausschlägerei auslöst. Sie fiel in Avernus ein, wurde besiegt und herrscht nun dort korrupt und böse. Sie wurde besiegt und trotzdem herrscht. Gut. Was können Vernünftigere aus diesen mahnenden Geschichten lernen? Das ist doch offensichtlich. Trachtet nicht danach zu korrigieren, was nicht korrigiert werden kann. Blickt nicht auf ferne Länder und Konflikte, sondern auf eure Felder, eure Familie und eure Freunde. Wer sich in die Not anderer einmischt, den erwartet nichts als Leid. Ja, ist in Ordnung. Boah. Ups. Auch das nehmen wir. Was haben wir hier? Ja. Boah, haben wir ja alles, ne? So, und dann können wir jetzt auch hier das Tor aufmachen. Gut. Just in time, würde ich sagen. Just in time.
Tja. Was machen wir denn in der nächsten Woche? Ach, das ist ein Boot, ne? Ja, das Boot. Das Boot. Gut. Ich überlege mir was. An dieser Stelle ist Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lest die Bücher, wenn ihr hier im Turm drin seid. Sonst habt ihr einen Überraschungsangriff. Bei Bernard. Beziehungsweise attackiert euch sofort. Und wenn ihr die falsche Antwort wählt, macht er das auch. Ist böse. Ich wünsche euch was. Bye, bye.